M. Es reicht. Ich begrüße Sie recht herzlich auf der Großdemo auf dem Theaterplatz Dresden. Und nun kommen die Verbote. Verboten sind zerbrechliche Gegenstände, Wurfgeschosse, Messer, Waffen sowie verfassungsfeindliche Symbole. Und unerwünschte Schriften nach § 130, wie zum Beispiel Impfen macht frei und das böse, böse Z. Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten. Und hiermit ist die Versammlung eröffnet. Wir wünschen uns eine friedliche und tolle Veranstaltung und toll, dass ihr alle da seid und Gesicht zeigt. Danke Dresden, danke. Ein großes Dankeschön an den Peter für diese Eröffnung. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Und als nächstes wird praktisch die Nine weiter. Nach mir kommt die Nine, so ist es. Ja. Wir haben noch mal eine ganz wichtige Durchsage. Alle Ordner, die sich nicht mit Ausweis ausgewiesen haben, bitte dort hinten zur Polizei wegen den Geburtsdaten. Unter anderem die Brigitte. Dankeschön. So, jetzt von mir ein paar Worte. Achtet darauf, liebe Leute, wenn ihr da draußen auf der Straße seid, lasst euch nicht provozieren. Geht an den Gegendemos vorbei, ohne zu reagieren. Beachtet sie gar nicht, denn das ist es, was sie wollen. Sie wollen eure Aufmerksamkeit. Schenkt sie ihnen nicht, diesen ideologischen, moralisierenden Gegendemonstranten. Ihr habt eure eigenen Anliegen und die sind viel wichtiger als ihre Ideologie und Moralisierung. Dankeschön. So, okay. Jetzt muss ich hier mal kurz einspringen, unplanmäßig. Wir müssen noch mal kurz pausieren, bevor es wirklich losgehen kann. Es gibt gerade noch Probleme mit den Ordnern, habe ich gehört. Ich möchte hier heute etwas zu Corona und Impfpolitik sagen, mit der ich mich wirklich 2,5 Jahre intensiv beschäftige. Schön wäre es, ich könnte darauf verzichten, aber das Corona-Thema ist leider nicht vorbei. Ja, vielleicht in einigen Ländern, aber nicht in Deutschland, mit dem Panikorchester Lauterbach. Die Impfbusse stehen wieder vor den Schulen. Ich weiß nicht, was ich euch noch zeigen soll, weil überall ist irgendwas. Alles ist spannend. Ihr nehmt schwere Schuld auf euch. Durch euer Wegsehen oder Schweigen, wenn Verbrechen begangen werden. Und die Corona-Impfung ist ein Verbrechen.
Fertig sind, das habe ich mir schon so gedacht. Ja, ja. Weil dann hier, Gottesdienst sind und um 7 wohl Opa. Bis dahin müssen sie fertig sein. Naja, jetzt zeigen die und auf. Ja, ja,
Gehen, Lauri. Von ihm ein bisschen an. Frei bist du, ne? Ja. Das merke ich mir. So eine Scheiße kann man nur im Osten ausdenken, ne? Aber dann sagen die alle Dankeschön da auf jeden Fall. Dann klappt das. Mensch, das ist ein Lärm hier am Rand, man glaubt es kaum. Aber ich glaube, ihr könnt das lauter. Ich sag Frieden, ihr sagt Freiheit. Frieden! 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 So, liebe Trommler, macht mal lauter als ich und mit meinen Leuten hier. Frieden! 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 So, also wir haben die Freiheitstrommler erstmal die Flucht geschlagen. Liebe Fußgänger, die Ampel hier war rot. Aber das ist halt so manchmal mit dem, da muss man einfach mal drücken, ohne zu gucken, was da einfach passiert.
So, ihr Lieben, wir spielen nochmal das Spiel. Ich bleib stehen und versetze mich ein Stück nach hinten, weil die Trommler machen so einen Lärm, man hört eigentlich gar nicht. Journalisten hören sollten. Ich möchte für die Journalisten speziell was sagen. Und zwar ist es ja so, dass die Journalisten uns gerne immer vorschreiben, wer bei uns auf unseren Kundgebungen dabei sein darf und wer nicht. Und diesen Leuten, diesen Typen, sagen wir jetzt einmal sehr, sehr deutlich, wenn ich hier stehen würde und ich hätte das Ziel, Deutschland in einen Inselstaat zu verwandeln. Dann wäre das völlig abstrus, weil aus Deutschland nie ein Inselstaat werden wird. Aber ich hätte das Recht dazu, das zu sagen. Das ist Demokratie. Und jeder gehört zu unserer Bewegung, der gewaltfreie Ziele auf gewaltfreie Weise verfolgt. Und da lassen wir niemals zu, dass nur ein einziger Mensch ausgegrenzt wird. Dieses Ausgrenzen ist nämlich ein taktisches Prinzip, das der Gegner anwendet, über den wir gleich reden, über diesen Gegner. Er will die Menschen spalten, er will sie gegeneinander aufbringen. Aber bei uns hat er keine Chance. Wir alle verfolgen dasselbe Ziel.
Jetzt sagt jemand, nein, das stimmt doch gar nicht, es gibt doch unterschiedliche Ziele. Der eine will das, der andere jenes und so weiter. Stimmt, aber in einem Ziel stimmen wir alle überein, das behaupte ich. Über alle, die wir jetzt hier versammelt sind, in einem Ziel stimmen wir überein. Wir wollen die Freiheit und die Würde des Menschen wiederhergestellt haben. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und so wie es jetzt läuft, hat es eindeutige Züge. Und ich darf euch mal sagen, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ich habe es eben erzählt. Unser lieber Arthur, der hat gefragt, wo hast du denn deinen Doktor gemacht? Und ich bin ja kein Mediziner, wie der eine oder andere noch nicht weiß. Ich habe in einem historischen Thema promoviert. Wisst ihr, worüber ich gearbeitet habe, meine schriftliche Arbeit vor mehr als 40 Jahren geschrieben habe? Über die Zeit zwischen 1918 und 1938. Und jetzt kommt's. Ich habe mich sehr intensiv mit dieser Zeit, diesen 20 Jahren in der Tschechoslowakei beschäftigt. Und als das Corona-Thema begann, da hatte ich einen Wiedererkennungseffekt. Ich habe die Strukturen des Totalitarismus wiedererkannt. Und ich habe gesagt, dagegen gehst du auf die Straße. Und ich bin ja hier nicht irgendwo. Ich bin ja hier in einem Ort, in einem Bundesland, in einer Region, wo die Menschen schon vor 30 Jahren gezeigt haben, dass sie sich den Totalitarismus nicht länger gefallen lassen. Ihr seid auf die Straße gegangen. Und ihr habt gezeigt, dass der Mensch eine Würde hat und eine Freiheit. Und diese Würde und diese Freiheit kann man den Menschen für eine gewisse Zeit vielleicht nehmen, aber niemals gelingt es, dem Menschen selbst seine Würde zu nehmen. Die behält er sogar noch unter den unwürdigsten Bedingungen. Niemals wird der Mensch ohne Würde sein. Allenfalls können es irgendwelche Schurken wagen, ihm seiner Würde nicht entsprechend zu behandeln und seine Freiheitsrechte, die naturgegeben sind, zu missachten. Kein Staat der Welt hat die Freiheitsrechte den Menschen gegeben. Die Freiheitsrechte des Menschen hat jeder einzelne Mensch von Geburt an mit der Schöpfung. Das ist die Wahrheit. Übrigens, ihr Lieben, das erkennt auch das Grundgesetz an. Ich weiß nicht, wer von euch einmal die Präambel des Grundgesetzes gelesen hat. Da heißt es ausdrücklich, in Verantwortung vor Gott und in freier Selbstbestimmung. Das steht in der Präambel drin. Das heißt, das Grundgesetz selbst geht davon aus, dass die dann folgenden Grundrechte nicht von Menschen gemacht sind, sondern dass sie als vorstaatliches Recht Anerkennung finden. Das steckt in unserem Grundgesetz drin und wir werden dieses Grundgesetz verteidigen. Wir werden es uns wieder zurückholen gegen alle widrigen grundgesetzwidrigen Maßnahmen und Politik. Ihr Lieben, ich bin ja so glücklich, dass ihr da seid. Super! Was wir hier mitnehmen, ist ja mehr als nur die Teilnahme an einer Kundgebung, an einem Aufzug. Jeder von uns hat ja auch seine schweren Zeiten in diesen Wochen und Monaten, die wir jetzt erleben, weil jeder von uns irgendwann mal den Gedanken hatte, Mensch, hört denn der Scheißdreck nie auf? Diese Gedanken kennen wir. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns heute klar machen, wieder klar machen, wir sind nicht allein, wir sind ganz, ganz viele. Nochmal, wir sind ganz, ganz viele. Und das ist die Wahrheit. Ich danke. Und jetzt wenden wir uns dem Thema zu. Es hat schon Arthur gesprochen über diese Spritze. Ich will nur noch ein Detail anfügen. Nach offiziellen Angaben,
nach offiziellen Angaben von D-Statis, Statistisches Bundesamt, gibt es eine Übersterblichkeit von 20%. Jetzt in der Zeit, in der diese Genspritze verabreicht wird. Und da es keine einzige andere Ursache geben kann, dafür, dass es eine massive Übersterblichkeit gibt es nur eine einzige Erklärung, und die lautet: Es ist dieser Scheißdreck in der Spritze, der den Menschen den Tod gebracht hat. Ja, ich danke für den Zuruf. Bei den Kindern ist es ja noch unglaublicher. Die wehrlosen Kinder, denen man diesen Scheißdreck in den Arm gerammt hat, sind zu 700% übersterblich. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unvorstellbar. Und das ist ein großes, großes Verbrechen. Und ich sage, im vollen Bewusstsein dessen, was ich jetzt ausspreche, hört genau hin, ihr sogenannten Verfassungsschützer. Ihr Verfassungsschützer sollt unser Grundgesetz schützen und nicht eine verfehlte, verbrecherische Politik. Hört genau hin, ihr Verfassungsschützer. Es handelt sich um das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Das ist der Sachverhalt. Und dann gehen Sie hin und ändern klammheimlich einen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Nämlich den Paragraphen 130, da geht es um sogenannte Volksverhetzung. Wisst ihr, wie sie den geändert haben? Im sogenannten Omnibusverfahren. Das bedeutet, man packt verschiedene Sachen in so einen Omnibus rein und lässt den ganzen Omnibus über eine Grenze, in dem Fall der Verabschiedung, laufen. Und genau so haben sie das Strafgesetzbuch um einen fünften Absatz ergänzt. Und damit haben sie diesen Paragraphen verschärft. Jetzt ist es so, dass das, ich zitiere, öffentliche Billigen, Leugnen, Verharmlosen von Kriegsverbrechen auch unter Strafe gestellt wird. Und jetzt kommt's. Wir haben da gar nichts dagegen, wenn dieses Gesetz wirklich für jeden Anwendung finden würde. Aber wir wissen, dass sie es für bestimmte politische Zwecke eingeführt haben, diesen Absatz 5. Für politische Zwecke. Es handelt sich eindeutig um einen politischen Paragrafen. Sehr schön. Also, wir grüßen ganz besonders alle Menschen in Deutschland und darüber hinaus, die sich gegen den Faschismus einsetzen. Die wahren Antifaschisten, das sind wir. Und deshalb sagen wir allen, die gegen jeden Faschismus sind, kommt mit uns. Ihr seid auf unserer Seite, dann, wenn ihr wirklich gegen Faschismus seid. Das ist es. Und diese Grüße, wir geben euch allen ein Herz zurück. Macht mal schön ein Herz in die Richtung. Wir beantworten eure Grüße mit einem Herz. Was war die Zielsetzung dieser Verschärfung des Paragraphen 130? Es geht darum, dass hier am Mikrofon bei derartigen Kundgebungen die Menschen eingeschüchtert werden sollen. Sie sollen darüber nachdenken, oh, was sage ich jetzt über den Ukraine-Krieg? Oh, was sage ich jetzt? Oh, könnte man mir das auslegen als eine Verharmlosung? Oh, das könnte ja dazu führen, dass gegen mich ein Verfahren eingeleitet wird. Das genau ist der Zweck der Verschärfung des Paragraphen 130. Aber ihr habt die Rechnung ohne uns gemacht. Wir haben uns schon vor euren scheiß Massenbestimmungen nie gefürchtet. Und wir werden uns auch weiterhin niemals fürchten. De facto handelt es sich
um eine weitere Einschränkung des Debattenraums in der Demokratie. Und wir leben in einer Demokratie. Ich sage das im bewussten Widerspruch zu dem, was man sonst am Mikrofon auch in unseren Versammlungen hört. Wir leben in einer Demokratie und wir verteidigen diese Demokratie und wir werden die Demokratie niemals hergeben. Trotz der Schäden, die von diesen Politmarionetten der Demokratie und dem Rechtsstaat zugeführt werden. Okay, also folgendes, ich kriege gerade den Hinweis, bevor wir richtig angefangen haben, dass ich Schluss mache. Ich gerne. Dann mache ich jetzt noch ein kurzes Ende. Und zwar folgendes Ende machen wir jetzt noch. Wir alle und diejenigen, die sehr kurz dabei sind, wissen es eventuell noch nicht, aber die anderen wissen es, was eigentlich im Hintergrund steht. Es handelt sich um globale Oligarchen, global-faschistische Oligarchen, die das Ganze schon vor Jahren, Jahrzehnten erfunden haben. Ist das so? Wir wissen auch, was sie wirklich wollen. Sie wollen den Menschen reduzieren, nennen die das. Die wollen die Menschen töten. Und wir haben jetzt gerade gesehen, dass mit dieser mRNA-Spitze sie da tatsächlich einen ersten Anfang gemacht haben. Das ist das, was sie wollen. Aber wir haben keine Angst, oder? Wir werden jetzt so richtig stark. Und manchmal werde ich gefragt, Daniel, kann man da nicht mal ein paar müde werden und das ist so alle noch schwieriger und schwieriger. Und dann sage ich, weißt du was, sieh das wie ins Fitnessstudio. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann kommst du raus, bist kaputt, aber unterm Strich bist du stärker geworden. Und so ist es auch bei uns. Und deshalb frage ich jetzt euch, ich frage euch alle und bitte um ein entsprechendes Zeichen. Wer ist der Überzeugung, dass wir am Ende gewinnen werden. Und jetzt kommt die Abschlussfrage. Wer von euch ist Gott dankbar, dass er in dieser Zeit leben und diese Zeit mitgestalten darf? Ich danke euch, ihr seid spitze und wir machen weiter. Wir werden es schaffen, ihr Lieben. Danke. Da ich noch keinen Nachfolger jetzt hier sehe, machen wir noch ein kurzes Lied miteinander im Klatschrhythmus. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou, ja, du bist du. Grüßt ihr es, ihr Lieben, ich möchte euch alle umarmen, danke. So, damit kommen wir zu unserem nächsten Redner, auf den ich mich ebenfalls sehr freue. Er ist nicht das erste Mal in Dresden, ne? Vor Ort. Und es macht trotzdem immer wieder Freude, ihm am Mikrofon zuhören zu dürfen. Daher, ich glaube, da spreche ich für alle von uns, uns mit jeder seiner Reden aufs Neue begeistert und neuen Input liefert. Deswegen begrüßt bitte ganz herzlich mit mir heute hier erneut Rechtsanwalt Ralf Ludwig! Das ist mir zu gefährlich. So, ich
hoffe, man hört mich. Eieiei, ist das hier wackelig. Ich habe hier 4 Zettel in meiner Hand. Das ist, jetzt kommen da, glaube ich, die Ordner angelaufen. Ich glaube, wir wollen drehen oder so. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt passiert. Ja, seit dem 29. Juni 2022 sitzt der Gründer der Querdenkenbewegung Michael Ballweg in Haft. Er sitzt unschuldig in Haft. Und man kann mittlerweile mit Fug und Recht behaupten, er ist ein politischer Gefangener. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei, in denen es politische Gefangene in Deutschland gibt. Aber ich habe mich geirrt. Und wer auf die Straße geht und für Frieden, für Freiheit und Demokratie und für die Grundrechte demonstriert, der wird in diesem Land kriminalisiert. Und sitzt derzeit in Stuttgart-Stammheim. Stuttgart-Stammheim ist ja nicht ganz unbekannt. Und es ist unsere Aufgabe, ihn dort wieder rauszuholen und für den Rechtsstaat uns einzusetzen. Ich werde heute keine eigene Rede halten, sondern ich werde diesen Brief von Michael Ballweg vorlesen. Der Brief ist vom 16. Oktober 2022. Das ist auch so, wenn man in Haft sitzt, dann kann man nicht so leicht mit Menschen kommunizieren, sondern es dauert, weil die Staatsanwaltschaft jeden Brief liest. Das ist übrigens auch nochmal die Ermunterung an euch. Schreibt Briefe an Michael Ballweg. Schreibt, was ihr politisch wollt. Schreibt das, was ihr über dieses Regime, über dieses System denkt. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart muss das alles lesen und gebt denen mal ein paar Informationen darüber, wie es derzeit in diesem Land aussieht, aber die Staatsanwaltschaft. Es gibt keinen Rechtsstaat, verdammt nochmal, wir haben hier Faschismus. Die Staatsanwältin liest jeden einzelnen Brief und deswegen schreibt ihr doch ein paar nette Worte. Die scheißen auf uns, diese Drecksäcke. So, vom 16.10. Liebe Querdenker, gestern habe ich im Radio einen O-Ton von Robert Habeck, Grüne, gehört. Zitat, die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine rettet Leben. Ich habe noch nie von Kriegswaffen gehört, die dazu gebaut wurden, Leben zu retten. Aber so ist das in dieser Zeit, in der viele Dinge verdreht werden und man sich nur noch verwundert die Augen reiben kann. Ich habe zudem gelernt, dass es jetzt gute Waffenlieferungen, Ukraine, und böse Waffenlieferungen, Saudi-Arabien gibt. Eigentlich zum Totlachen, wenn es nicht so traurig wäre. Die Partei, die aus der Anti-AKW-Bewegung und der Friedensbewegung entstanden ist, lässt jetzt AKWs länger laufen, demnächst auch neue bauen und macht Deutschland zur Kriegspartei. Sie hat sich damit endgültig ihrer Wurzeln entledigt und ist nur noch eine weitere von Lobbyisten gekaperte Struktur. Die gute Nachricht ist aus meiner Sicht, dass die Menschen an der Basis sich nicht geändert haben und nun in lokalen Gruppen an Alternativen arbeiten und das ist großartig. Ich nutze die Zeit hier in der JVA, um Bücher zu lesen, für die ich nie Zeit hatte. Letzte Woche war das 1984 von George Orwell. Er schreibt über den, in Anführungszeichen, Sinn von Kriegen. Zitat von George Orwell. Aber es war auch klar, dass ein allgemein wachsender Wohlstand das Bestehen einer hierarchisch geordneten Gesellschaft bedrohte. Ja, tatsächlich in gewisser Weise ihre Auflösung bedeutete. In einer Welt, in der jeder Mann nur wenige Stunden arbeiten musste, in der jeder genug zu essen hatte, in einem Haus mit Badezimmer und Kühlschrank wohnte, ein Auto oder sogar ein Flugzeug besaß, in einer solchen Welt wäre die augenfälligste und vielleicht wichtigste Form der Ungleichheit bereits verschwunden. Wurde dieser Wohlstand erst einmal Allgemeingut, so bedeutete er keine Vorzugsstellung mehr. Es war zweifellos möglich, sich eine Gesellschaftsordnung vorzustellen, in der Wohlstand im Sinne von persönlichem Besitz und Luxusartikeln gleichmäßig verteilt war, während die Macht in den Händen einer kleinen privilegierten Schicht lag. Aber in der Praxis würde eine solche Gesellschaftsordnung nicht lange Bestand haben. Denn sobald alle gleichermaßen Muße und Sicherheit genossen, würde die große Masse der Menschen, die normalerweise durch Arbeit und oder Netflix abgestumpft war, sich heranbilden und selbstständig denken lernen. Und es war erst einmal soweit, so würden sie früher oder später dahinter kommen, dass die privilegierte Minderheit keine Funktion hatte und würden sie beseitigen. Auf lange Sicht war daher eine hierarchisch geordnete Gesellschaft nur auf einer Grundlage von Armut und Unbildung möglich. Das hat George Orwell 1948 geschrieben und es ist so aktuell wie nie zuvor.
Michael schreibt weiter, ich verstehe nun auch, warum große Teile der, der deutschen Produktion ins europäische Ausland verschenkt werden. Wer mehr dazu wissen möchte, informiert sich am besten zum Thema Target 2 Salden. Der Wohlstand in Deutschland durfte nicht weiter steigen, weil sonst die Menschen zu unabhängig geworden wären. Orwell schreibt weiter, das Problem bestand darin, die Räder der Industrie sich weiterdrehen zu lassen, ohne den wirklichen Wohlstand der Welt zu erhöhen. Verbrauchsgüter mussten zwar produziert, durften aber nicht unter die Leute gebracht werden. Und in der Praxis war der einzige Weg, dieses Ziel zu erreichen, eine immerwährende Kriegsführung. Die Hauptwirkung des Krieges ist die Zerstörung nicht notwendigerweise von Menschenleben, sondern von Erzeugnissen menschlicher Arbeit. Der Krieg ist ein Mittel, um Materialien, die sonst dazu benutzt werden könnten, die Massen zu bequemen und damit auf lange Sicht zu intelligent zu machen, in Stücke zu sprengen und in der Stratosphäre zu verpulvern oder in die Tiefe des Meeres zu versenken. Sogar wenn nicht wirklich Kriegswaffen zerstört werden, so ist ihre Fabrikation doch ein bequemer Weg, Arbeitskraft und Ressourcen zu verbrauchen, ohne etwas zu erzeugen, was konsumiert werden kann. Jetzt wieder Michael. Im Moment lese ich in der Zeitung, dass im Winter 25% der Bevölkerung in Deutschland am Existenzminimum leben werden. Aufgrund der Energiepreise und Inflation. Im Oktober haben wir eine Inflation von mehr als 10%. Diese Menschen sind natürlich viel zu sehr mit ihrer eigenen Existenz beschäftigt, als dass sie für große Veränderungen eintreten könnten und möchten. Zusätzlich schwächt dies auch die finanzielle Kraft der Demokratiebewegung, sodass es schwieriger werden dürfte, große Demonstrationen zu finanzieren. Auf der anderen Seite haben wir viele mittelständische Unternehmer in der Bewegung, die verstanden haben, dass der Mittelstand der große Verlierer dieser Transformation, vierte industrielle Revolution sein wird, wenn er sich nicht wehrt. Ich nutze die Zeit intensiv und freue mich, bald wieder bei euch zu sein. Was ich definitiv gelernt habe, ist, Ängsten gar nicht erst Raum einzuräumen. Das ist sicher eine Eigenschaft, die mir in der Zukunft noch helfen wird. In tiefer Verbundenheit, euer Michael. Alle von mir veröffentlichten Briefe sind ausdrücklich zum Abdruck freigegeben. Wer sie veröffentlichen möchte, worüber ich mich sehr freue, kann dies ohne weitere Freigabe tun. Man findet sie auf der Seite von Querdenken 711. Ich möchte auch noch ein paar kurze Worte sagen. Ich bin ja nur zugezogener Ostdeutscher. Ich bin ja geboren in Niedersachsen. Und ich muss erst mal sagen, ich verneige mich vor den Menschen. Und gestern wurde ich gefragt, da war ich hier auf der Gesundheitswesen-Demo, da wurde ich gefragt, wieso sind eigentlich so viele Westdeutsche hier? Und da habe ich gesagt, wir sind hier, um zu lernen. Ich komme gleich mit vor zur Polizei. Wahrscheinlich drehen wir nochmal um und gehen doch über die Brücke. Wir lassen uns doch von so einem kleinen Haufen nicht abhalten, unseren Weg zu gehen. Das, was mich hier an dieser Demo besonders beeindruckt und was mich hier im Osten besonders beeindruckt, ist, dass die Menschen verstanden haben, dass Herrschaft nur dann funktioniert, wenn Menschen sich spalten lassen. Und diese Spaltung funktioniert hier nicht mehr. Wenn ich diese bunten Bilder sehe, wenn ich sehe, welche Menschen hier mitmarschieren, so unterschiedlicher Herkunft, so unterschiedlicher politischer Ansichten. Das Wesentliche ist, dass alle sagen, wir sind das Volk und wir gehen gemeinsam auf die Straße und wir lassen uns nicht in ein Oben und Unten unterteilen, sondern wir sind Menschen in diesem Land und wir wollen als Menschen in diesem Land gemeinsam leben und vor allen Dingen, wir wollen mitbestimmen. Wir lassen uns nicht mehr spalten und wir lassen nicht zu, dass eine kleine Gruppe von Herrschenden vorschreibt, wie wir unser Leben zu leben haben. Es hat angefangen mit Corona, es geht weiter über den Krieg. Und ich danke euch für diesen Mut, dass ihr trotz dieses Framings, trotz dieser massiven Öffentlichkeitsarbeit, die euch immer wieder vorwirft, mit wem marschiert ihr hier eigentlich, ihr seid rechts, 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 Nazis, rechts, was man immer wieder hört, dass ihr trotzdem sagt, nein, wir sind vor allen Dingen Menschen und wir gehen als Menschen auf die Straße und jeder Mensch in einer freiheitlichen Demokratie hat verdammt nochmal das Recht, seine Meinung zu sagen, auch wenn sie mir nicht passt. Denn die Demokratie, und der Daniel Langhans hat es gerade wunderbar gesagt, die Demokratie besteht in dem Debattenraum. Und wir müssen Menschen zuhören. Wir müssen insbesondere Menschen zuhören, die eine andere Meinung haben als wir. Sonst würden wir gar nicht verstehen, was falsch läuft.
Denn nur dann können wir eine Gesellschaft schaffen, die für alle Menschen da ist. Und das heißt, wir müssen natürlich denen zuhören, die sich hinstellen und sagen, wir wollen Friedensverhandlungen mit Russland. Das hat der Kielis Mohr vorhin so wunderbar angekündigt in seinem Lied. Wie kann man denn für Frieden sein, wenn man nicht für Friedensverhandlungen ist? Wie kann das funktionieren? Und natürlich laufen auch Dinge schief. Aber die Dinge sind doch in Verhandlungen zu lösen und nicht in kriegerischen Maßnahmen. Und diejenigen, die diesen Krieg führen, die vertreten doch nicht unsere Interessen. Es sind doch nicht unsere Interessen. Dieser Krieg ist doch nicht im Interesse Deutschlands. Denn es kann doch nicht sein, dass bei uns die Preise immer teurer werden, dass wir an Energiemangel leiden, dass möglicherweise 25% der Menschen im Winter ihre Heizungen nicht mehr anmachen können, dass Menschen möglicherweise den Kühlschrank nicht mehr bedienen können, damit wir einen Krieg gewinnen, um einen Krieg zu gewinnen. Und nicht mal wir gewinnen ihn, sondern am Ende wollen ihn die Amerikaner gewinnen, die weiterhin an einer hegemonialen Gesellschaft oder Welt interessiert sind. Und Corona war nur der Testlauf. Und ich war am 26.10. war ich bei einer Veranstaltung von der evangelischen Kirche. Es war die Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, heißt sich das. Ich wurde eingeladen als quasi der Vertreter der Sekte Querdenken. Da wollte man mit mir reden, was denn diese Sekte so denkt. Und da war dann eine Frage und die Frage war, in 3 Jahren, wenn du auf die Corona-Zeit zurückblickst, was war für dich das schlimmste Erlebnis und was war für dich das beste Erlebnis dabei? Und dann habe ich gesagt, die schlimmsten Erlebnisse habe ich ja gesagt, die ganzen Lockdowns, die Maßnahmen, der Impfzwang und so weiter, was alles war. Aber das beste Erlebnis, was ich hatte, das waren die Menschen, die auch heute hier stehen. Ich habe gesagt, es hat sich bewiesen, dass der Faschismus in diesem Land keine Chance hat, weil wir sind aufgestanden. Ihr seid aufgestanden. Und es war der Versuch, wieder faschistische Strukturen, totalitäre Strukturen in diesem Land zu etablieren. Und sie sind deswegen nicht etabliert worden, weil ihr nicht mitgemacht habt. Und mein Lieblingswort oder mein Lieblingssatz gerade, den ich hier auch häufig auf der Demo sehe, ist, ein Scheiß muss ich. Und genau mit dieser Einstellung verhindert man nämlich Totalitarismus, weil man sagt, ich bleibe bei mir. Und ihr könnt übrigens euch noch mehr auf die Schulter klopfen, denn das, was wir am 1.8. in Berlin 2020 begonnen haben, das war so wirkmächtig. Ich habe von ganz vielen Freunden weltweit gehört, aus Frankreich, jetzt vor kurzem auch eine Kollegin aus Uruguay, die haben gesagt, wir haben die Bilder gesehen. Wir haben die Bilder gesehen vom 1.8. und vom 29.8.2020 und da war uns klar, wenn die Deutschen auf die Straße gehen, dann ist etwas nicht in Ordnung in dieser Welt und dann müssen wir mitmachen. Und ich behaupte, das ist eine steile These, aber ich sage sie, dass das Corona-Regime weltweit sich nicht durchgesetzt hat, ist hier von Deutschland ausgegangen und ihr alle, ihr, die hier als die Minderheit immer wieder beschimpft wird, ihr seid diejenigen, die das verhindert habt mit eurem Mut und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ich habe heute ein paar davon mitgebracht. An unsere Bundesregierung und unsere Mainstream-Medien. Was muss noch passieren? Was muss noch passieren, bis ihr endlich aufhört, uns als asoziale und rechtsextreme Verschwörungsimpfgegner zu beschimpfen? Wir, das sind Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, Pathologen, Krankenwagenfahrer,
Feuerwehrleute und andere Personen aus dem Gesundheitswesen sowie weitere Bürger, die selbst Impfgeschädigte in ihrem Freundes- und Familienkreis haben. Seit über 30 Wochen opfern wir unsere wertvolle Zeit, um bei Wind und Wetter auf die Straße zu gehen. Deutschlandweit! Wir demonstrieren friedlich für eine Anerkennung der Impfschäden gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und dafür, dass nicht noch mehr Menschen durch psychische, existenzielle, finanzielle und seelische Erpressung zur Impfung gezwungen werden. Was muss noch passieren, bis ihr endlich zugebt, dass die Menschen in diesem Land wegen euch leiden? Sie leiden unter eurer seelischen Folter. Ihr bedroht und erpresst sie. Ihr beschimpft sie. Ihr diskriminiert sie. Ihr redet ihnen Schuldgefühle ein, sperrt sie aus dem sozialen Leben aus. Ihr leugnet ihre Leiden nach der Impfung. Sie verstecken sich vor Freunden, Familie, Kollegen, nur um nicht ausgegrenzt zu werden, auch ich. Sie leiden unter dem von euch erzeugten Hass. Familien und Freundeskreise sind irreparabel zerrissen. Und das macht auch vor unseren Kindern in der Schule nicht Halt. Wer nicht geimpft ist, wird gemobbt. Wer einen positiven Test hat, wird gemobbt. Wer keine Maske trägt, wird gemobbt. Sie leiden unter Isolation. Viele haben durch eure Panikmache Angst, mit Beschwerden ins Krankenhaus, geschweige denn überhaupt vor die Tür zu gehen. Ihr isoliert alte, ohnehin schon allein lebende Menschen, die dann unter verzweifelten Tränen auf meinem Hausflur stehen und nicht mehr weiter wissen. Ihr lasst sie dabei zusehen, wie ihre Lieben durch Quarantäne statt durch frühzeitige Behandlung sterben. Dem Freund meiner alten Studienkollegin sagte man, er solle bloß zu Hause in Quarantäne bleiben, ja nicht in die Praxis kommen. Am letzten Tag seiner Quarantäne brach er zusammen und verstarb kurz danach im Krankenhaus. Man nennt das unterlassene Hilfeleistung. Und ihr lasst Menschen einsam sterben, verwehrt deren Angehörigen den Zutritt und somit die letzten Minuten des Beisammenseins. Sie leiden unter eurem sogenannten Schutz. Eine ganze Generation Kleinkinder und Kinder hat nun mit psychischen und körperlichen Entwicklungsstörungen zu kämpfen. Sie meinen außerdem Menschen ohne Gesichter und spielen in Reihe anstehen, getestet und geimpft werden. Die Älteren landen in überfüllten Kinder- und Jugendpsychiatrien. Sie leiden, weil ihr das so wollt, weil ihr sie instrumentalisiert, um eure Ziele zu erreichen. Was muss noch passieren, bis ihr aufhört, uns derart dreist ins Gesicht zu lügen? Es geht längst nicht mehr um unterschiedliche Meinungen. Ob man Roland Kaiser mag oder nicht, das ist eine Meinung. Aber hier geht es um harte Zahlen, Daten und Fakten, die ihr nicht einfach so als rechtsextrem oder als Verschwörung abtun könnt, nur weil es bequemer für euch ist. Jeder, wirklich jeder, der des Internets und des Lesens mächtig ist, kann sich in ganz seriösen Quellen informieren. In den Zulassungsunterlagen der EMA kann man nachlesen, dass die Übertragung niemals untersucht wurde und es sich um eine bedingte Zulassung unter besonderen Bedingungen handelt. Die Frist von einem Jahr wurde einfach immer wieder verlängert. Bedingt deshalb, weil wichtige Sicherheitsdaten fehlen. Und die besonderen Bedingungen bestehen nur, weil die WHO im Mai 2009 zur Schweinegrippe die Definition einer Pandemie geändert hat. Vorher mussten extrem viele Menschen erkranken und sterben. Seit 2009 reichen sehr viele positive Tests und eine schnelle Ausbreitung über mindestens 2 der 6 WHO-Regionen, völlig unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung. Am 11. Oktober diesen Jahres wurden nun von der EMA sämtliche Sicherheitsbedenken einfach vom Tisch gewischt. Comirnaty von Pfizer erhielt die volle Zulassung. Was für ein Schlag ins Gesicht. Man wusste auch bereits vorher, welche möglichen Impfschäden angerichtet werden würden. Gleich zu Beginn berichtete die pharmazeutische Zeitung darüber, dass die Stoffe wegen der Nanolipide nicht an der Einstichstelle verbleiben, sondern sich im Körper verteilen.
bis in die inneren Organe, bis in die Eierstöcke und bis ins Gehirn. Und nun hat man doch mRNA in der Muttermilch gefunden. Darüber berichtete sogar der Fokus. Niemand kann dir sagen, wie viel davon in deinem Körper wohin gelangt, wie lange der Stoff dort aktiv ist, welche und wie viele Zellen von deinem eigenen Immunsystem zerstört werden, wie viele Spike-Proteine gebildet werden und wo diese wiederum überall hinwandern. Das ist nicht nur arglistige Täuschung, sondern vorsätzliche Körperverletzung. Was muss noch passieren, bis ihr endlich aufhört, die enorme Anzahl von Impfschäden zu verharmlosen? Meine Schulfreundin Mitte 30 und Mutter bekam einen Monat nach ihrem Booster schwere Herzrhythmusstörungen. Ihre Hausärztin passierte genau das Gleiche. Mein Fahrlehrer ist seit Monaten arbeitsunfähig, Herzprobleme nach dem Booster. Die Schwiegermutter vom Chef meines Freundes, 79 Jahre alt, wenige Tage nach ihrer Spritze an einem Blutgerinnsel im Gehirn gestorben. Sein Arbeitskollege hatte eine Netzhautablösung auf beiden Augen und wäre ohne sofortige Not-OP komplett erblindet. Ähnliche Fälle berichtet mein Bekannter, der Optiker ist. Alles ärztlich bestätigte Fälle. Die Liste ist lang. Statt neutral zu berichten, bringt ihr Artikel über den sogenannten Nocebo-Effekt, wonach sich die Betroffenen die Beschwerden nur einbilden. Wollt ihr wirklich, wie bei Contergan, Sibutramin und Lipobay, Jahr um Jahr zusehen, wie Menschen sinnlos ihr Leben verwirken, nur weil es für euch bequemer ist? Wollt ihr wirklich dieses ganze Theater bis zum 1. Januar 2024 weiterspielen? Der bereits im Oktober 2019 geendete Abschnitt im 14. Buch Sozialgesetzbuch greift zu diesem Datum. Dann werden, ich zitiere, Personen, die durch eine Schutzimpfung oder sonstige Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe nach dem Infektionsschutzgesetz eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, Zitat Ende, vielleicht anerkannt. Beihilfe zum Mord ist das von den GIZ-Medien. Was muss noch passieren, bis ihr aufhört, Millionen von Steuergeldern zu verschwenden, um wirkungslose und gefährliche Stoffe zu vermarkten? Margarete Stukowski ist eines der neuen Kampagnengesichter. Sie wird als abschreckendes Beispiel für Long-Covid präsentiert. Jung, vorher gesund und plötzlich unheilbar krank durch das Virus. Die Stoffe würden vor diesem schlimmen Dauerleiden schützen, heißt es. Nach eigenen Angaben ist sie aber geimpft, sogar dreimal. Was ja die Wirkungslosigkeit der Präparate beweist. Einer Bekannten von mir geht es übrigens ähnlich. Als wäre das nicht schon absurd genug. Vor versammelter Mannschaft der Pressekonferenz des RKI am 14.10. diesen Jahres sagte sie, und ich zitiere, ich war ziemlich frisch geboostert und seitdem bin ich krank. Damit liegt die Vermutung nahe, dass sie Post-Vac hat. Aber niemanden interessiert's. RKI ist weiter als die ursprünglich für Long-Covid eingerichtete Abteilung der Uniklinik Marburg behandelt übrigens mittlerweile eine enorme Anzahl an Post-Vac-Patienten. Anmeldelisten mit bis zu 800 Patienten, zwischen 200 und 400 tägliche Neuanfragen. Die Wartedauer beträgt bereits ein Jahr. Ein ganzes Jahr voller Schmerz, Angst und Qualen. Mit teils heftigen anhaltenden Beschwerden wie Nervenschmerzen, neurologischen Ausfällen oder Lähmungen. Oft trifft es vor allem junge Menschen, die im Gegenzug für ein paar Wochen weniger ansteckend zu sein, jetzt um ihr Leben kämpfen. Wer wirklich sozial und hilfsbereit sein will, der fängt endlich an, diese unbequeme Wahrheit ernst zu nehmen. Können wir Sie des Morgens einladen, die mit dem Morgen angeklagt werden? Was muss noch passieren, bis ihr aufhört, alles besser wissen zu wollen als der Rest der Welt? Während die meisten anderen Länder diese Art der Coronaviren längst als Grippe eingestuft und die Notlage aufgehoben haben, wird Karl nicht müde, von immer schlimmeren Varianten zu warnen. Im Herbst komme vielleicht eine Horrorvariante, so tödliche Delta, so ansteckend wie Omikron. Sie trägt jetzt übrigens den Namen Cerberus, Höllenhund.